أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في Was ist der Koran? Erklärt in 4 Minuten. Der Koran ist die letzte Offenbarung des allmächtigen und einzigen Gott. Es ist ganz gewiss das Buch, an dem es keinen Anlass zum Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Es ist das Buch, woran die Muslime glauben, davon überzeugt sind und ihr Leben danach richten. Der Koran wurde nicht an die Araber gesandt, nein, vielmehr ist er an die gesamte Menschheit gerichtet bis zum Tage des Gerichts, auf dass sie an Allah, den Vollkommenen, glauben und die darin enthaltenen Gebote und Verbote befolgen. Der Koran ist in 3 Teile gegliedert. Der erste Teil gibt die Beschreibung des Paradieses, auf Arabisch Jannah, und die Beschreibung der Hölle, auf Arabisch Jahannam, her. Der zweite Teil handelt von Erzählungen, Geschichten und Situationen der früheren Völker und Propheten sowie Gesandten als Lehren für die Menschen. Der dritte Teil besteht aus den Gesetzgebungen von Allah, dem Herrn der Menschen und der Welten, sowie seine Gebote und Verbote, auf Arabisch Scharia. Der Koran wurde weder als Objekt geschaffen, noch wurde er erschaffen, geschweige denn an jemand anderen offenbart als dem Propheten Muhammad, Frieden und Segen auf ihm. Dies ist nicht die Glaubenslehre eines Muslims, noch sollte ein Nicht-Muslim so etwas denken. Vielmehr ist es eine Offenbarung, die Allah, der Allwissende, über den Engel Gabriel an den Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihnen, offenbart hat. Wie bereits schon zuvor an den Propheten David, die Offenbarung der Psalmen auf Arabisch Zabur, an den Propheten Moses, die Offenbarung der Tora auf Arabisch Taurat, und an den Propheten Jesus mit der Offenbarung des Evangeliums auf Arabisch Injil offenbart wurde, Friede und Segen auf allen. Der Koran besteht aus 114 Suren und 6632 Versen. Diese wurden in 23 Jahren stets nach bestimmten Ereignissen oder Situationen von Allah als Antwort oder auch als Urteil hinabgesandt. Muslime glauben an jedes einzelne Wort, das im Koran steht, und dürfen kein einziges darin leugnen. Der Koran ist ein Lebensweg, eine Lebensweise, ein Gesetz und eine Rechtleitung für alle Menschen. Wird denn der allmächtige Gott der Menschen, der alles erschaffen hat, mit seiner Macht nicht wissen, was das Beste für seine Schöpfung ist? Bis zum Tod des edlen Propheten Muhammad, Frieden und Segen auf ihm, war es noch kein Buch, sondern eine Art Ansammlung von verschiedenen Briefen. Jedoch wurden sie nach dem Tod des Propheten, Frieden und Segen auf ihm, von seinen Gefährten als Buch gebunden, damit sie nicht verloren gehen. Einige der Gefährten waren Meister im Verständnis des Koran, die Mehrheit konnte ihn auswendig. Selbst wenn heute alle Korane auf dieser Welt verbrannt werden würden, so gäbe es immer noch mindestens 1 Million Muslime, die die edlen Worte des Koran wieder Wort für Wort aufschreiben könnten. Seit über 1400 Jahren ist es niemandem gelungen, einen einzigen Satz des Koran zu verändern, umzustellen oder gar zu entfernen. Dies ist etwas nie Dagewesenes auf dieser Welt und ein Wunder des Korans. Wahrlich, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Es ist nicht irgendein Buch, welches du liest und auf die Seite legst, sondern ein wunderbringendes Buch, das deinem Herzen Ruhe gibt. Und je mehr du es liest, desto mehr findet deine Seele Ruhe durch diese Worte. Wie können Worte aus einem Buch so etwas bei einem Menschen bewirken? Dies ist nur so, weil es die Rede deines Herrn ist. لا إله إلا الله كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا بها لواءا كلمة التوحيد